Hallo und willkommen zu City Vision, das Magazin. Unsere Freitagsausgabe, die wartet jetzt auf Sie. Und ich nehme jetzt schon mal unseren Wetterbericht vorweg, der gleich kommt. Das ist ja irre, was auf uns zukommt. Wir kriegen einen schönen, sonnigen, warmen Samstag. Und das Anfang Oktober. Finde ich toll. Und alle, die schon abgegrillt haben, die können jetzt wieder in den Keller gehen und die Holzkohle wieder raufholen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt zeigen wir Ihnen erstmal die Themen für heute. Versprochen ist versprochen. Die City Vision Hall of Fail. Lecker und emissionsfrei. Gladbacher Radfahrer gehen auf Schokotour. Und unsere neue Serie, die Gesichter Europas. Heute schauen wir nach Kroatien. Aber vorher, da schauen wir mal, was so schief gegangen ist bei den Leuten, die so vor unserer Kamera gestanden haben. Ja, gucken wir mal, wer hat Einzug gehalten in die Hall of Fail? Zweite Etage ist Kacke. Und los geht's mit unserer Folge 16 unserer Hall of Fail, und zwar mit unserer ersten Neuvorstellung. Wir waren wieder die Wetterhelden drehen und sind auf diesen jungen Mann gestoßen. Auch die neue Wohnung startet sonnig. Teilweise ist der Himmel aber bewölkt. Ja, er war wohl schon in Gedanken bei seiner neuen Traumwohnung. Weiter geht's mit unserem Schlagerstar aus Mönchengladbach, Rico S. Auch bei anderen Künstlern hat er sich wohl schon einen Namen gemacht. Ja, es ist perfekt. Und hier zu unseren Charts auf Platz 3. Unsere Vorzeigepraktikantin Lea wollte Plugging testen. Eine Mischung aus Joggen und Ausrutschen. Und bitte. Ist ja nochmal gut gegangen. Nun von der Praktikantin aber zu unserem Reality-Star Marcellino. Ob er nach dem Sieg bei Love Island jetzt noch weniger Zeit hat? Das Haus der Erholung in Mönchengladbach, oder? Ja. Wisst ihr, wo das steht und was es damit aus? Zwei Fragen, drei Fragen. Tut mir leid, keine Zeit. Tschüss. Ciao. Und weiterhin auf der 1 unser stahlharter Muskelmann. Erzähl uns doch mal einen Witz. Digga, ich hab nichts Geiles. Ich bin jeden Tag im Training, Junge. Und am Arbeiten. Ich erlebe gar nichts Witziges. Ja? Überhaupt nichts. Also die letzten zwei Witze, die ich gesehen habe, das war jetzt ihr. Aber. Und stimmen Sie auch diese Woche wieder fleißig auf Instagram ab. Wir sehen uns bei der nächsten Hall of Fame. Zweite Etage ist Kacke. Die Hall of Fail hier bei City Vision. Vielleicht sind Sie eines Tages selbst dabei. So, jetzt kommen wir zu den aktuellen Nachrichten, den Newsflash, den hat Jana Lazarus für Sie zusammengestellt. Der Mönchengladbacher Ratsherr Dominik Rösler wurde nun erneut wegen Beleidigung und Volksverhetzung angezeigt. Laut Anklage hatte Rösler eine Frau im Kopftuch bei ihrer Arbeit bei der Fastfood-Kette Burger King fotografiert. Ohne ihr Wissen hat er das Bild im Internet veröffentlicht und dazu beleidigende Kommentare verfasst. In einer vergangenen Ratssitzung äußerte er schon mal provokante Bemerkungen zum Thema Flüchtlinge. Rösler bleibt trotzdem noch Ratsmitglied. Nur wenn er mit keiner Hauptwohnung in Mönchengladbach gemeldet wäre, würde es zu einem Mandatsverlust kommen. Die Grünen fordern die Auflösung der GEM. Das Tochterunternehmen der Max führe zu doppelten Verwaltungskosten. Jedoch bekommen die Grünen jetzt Widerstand von anderen Fraktionen. CDU und SPD werfen den Grünen vor, dass man auf eine der Geschäftsführerstellen nicht verzichten kann. Sie denken, dass eine Person ein Unternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitern nicht allein führen kann. Außerdem brauche der Verwaltungsrat der Max dann zu lange für Entscheidungen. Die FDP möchte dazu ein Gutachten sehen. Das historische Gründerzeitviertel in Mönchengladbach ist für den Engagementpreis des Landes NRW nominiert. Denn die Bürgerinitiative hat sich für ein neues Miteinander eingesetzt. Dies ist ihnen durch Veranstaltungen oder der Umgestaltung des Schillerplatzes gelungen. Es sind insgesamt 12 Projekte für den Engagementpreis nominiert. Bis zum Ende dieses Monats kann jeder online darüber abstimmen. Mein Name ist Carola und ich komme aus Mönchengladbach. Am Samstag scheint überwiegend die Sonne. Zur Höchsttemperatur beträgt 26 Grad. Hallo, mein Name ist Kathi und ich komme aus Rald. Am Sonntag scheint ebenfalls die Sonne. Vereinzelt sind Wolken zu sehen. Es wird eine Temperatur von 16 Grad erreicht.
Hallo, mein Name ist Karin Pietsch und ich komme aus Mönchengladbach. Die neue Woche startet sonnig. Die Höchsttemperatur liegt bei 19 Grad. Ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Schokolade, die gibt es ja eigentlich bei jedem Discounter um die Ecke. Aber wie und woher kommt eigentlich die Schokolade, die wir essen? Ich habe ein paar Mönchengladbacher getroffen. Die holen sich ihre Schokolade in Amsterdam und zwar mit dem Fahrrad. Gucken Sie selbst. Wir retten vielleicht nicht die Welt, aber sie schmeckt danach besser. Sie sind unterwegs in süßer Mission. Es sind nicht gerade die typischen Radfahrer, die sich hier am Morgen am Sonnenhausplatz treffen. Denn sie fahren Lastenräder. Nicht für ihr Gepäck, sondern für eine ganz spezielle Fracht. 450 Kilometer wollen sie zurücklegen. Einmal Amsterdam hin und zurück. Wenn sie wiederkommen, sind ihre Räder voll beladen mit Schokolade. Und damit sie wissen, wofür sie unterwegs sind, kann jeder vorher schon einmal ein bisschen probieren. Ja, also es gibt eine Lastenrad-Initiative, kommt ursprünglich aus Münster. Und die hatten vor 2 Jahren die Idee, mit dem Fahrrad nach Amsterdam zu fahren und Schokolade dort abzuholen. Und das ist ganz besondere Schokolade, weil die Kakaobohnen, die werden in der Karibik geerntet und dann auch mit einem Segelschiff emissionsfrei nach Amsterdam gebracht. Ein- bis zweimal im Jahr kommt ein Segelfrachter mit Schokolade aus der Dominikanischen Republik. Nur vom Wind angetrieben. Ganz umweltbewusst und emissionsfrei geht es dann weiter. Die Ware wird per Fahrrad in Amsterdam abgeholt und in die Verkaufsorte überall in Deutschland gebracht. In Mönchengladbach machen gleich 5 Geschäfte mit. 8 Mönchengladbacher gehen jetzt auf die Schokofahrt nach Amsterdam. 7 weitere kommen aus Bonn dazu. Für sie ist die Tour eine Mischung aus guter Tat und ganz viel Spaß. Das war auch die Mischung von Abenteuer und Radfahren. Ich fahre total gern Fahrrad und dann hatte ich in der ADFC-Zeitschrift davon gelesen und dann dachte ich auch, das ist genau das Richtige für mich. Nach Amsterdam radeln und mal mit dem Lastenrad fahren, ja, in einer Gruppe. Ich denke, das sind auch lauter nette Leute, wir hatten schon ein erstes Treffen. Das passt ganz gut auch so von den Menschen und ja, dann hatte ich mich dafür entschieden. Das ist einfach eine riesengroße Aktion, das ist ein großes, also ich finde, es ist einfach ein Abenteuer. 5 Tage mit den eigenen Akkus quasi unterwegs und bei Wind und Wetter, man weiß ja nie, was auf einen zukommt, mit einer guten Truppe und dann natürlich die Schokolade, die emissionsfrei nach Amsterdam gebracht wurde, hierher zu bringen, das ist einfach ein Stück Geschichte vielleicht. Jetzt geht noch mal jeder aufs Klo und dann geht's auch schon los. Unterwegs sind die Schokofahrer parallel zu den Hauptstraßen. Das Navi hilft dabei. Im Schnitt fahren sie jeden Tag rund 100 Kilometer. Am Montag sind sie wieder da, voll beladen mit über 160 Kilogramm leckerer Schokolade. Kleine Pause, wir tun ein bisschen was für unser Portemonnaie. Danach geht's weiter. Wir gucken ein bisschen über den Tellerrand. Gesichter Europas heißt unsere neue Serie. Außerdem gibt es den Veranstaltungstipp. Also, sehen wir uns gleich wieder. Revolutionäre Hartbodenreiniger FC5 von Kärcher. Wischen und saugen in nur einem Schritt. Auf alles vorbereitet. Kärcher makes a difference. Testen Sie die Geräte in unserer Ausstellung kostenlos und unverbindlich. Ihr Kärcher Center Leder in Mönchengladbach. We'll be right back.
Das hier, das ist mein Backstage-Gast nächste Woche und er will erkannt werden. Es ist nämlich niemand anders als Thomas Godoy bei uns im Backstage-Talk. Servus. Hi. Aber lauter geht es immer. Lasst uns die Faust erheben. Ein Hoch auf die Freiheit. Wir stehen auf für Alene, deren Stern woanders aufgegangen. Thomas Godoy, nächste Woche bei uns im Backstage-Talk. Heute, da wollen wir mal über den Tellerrand gucken. Das haben wir ja schon mal gemacht. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere Serie Nachbarn in Europa. Das erweitern wir jetzt mit einer neuen Serie, die heißt Gesichter Europas und die führt uns heute nach Kroatien. Seit 1991 ist Kroatien ein unabhängiger Staat. Ja, und fast ebenso lange gibt es in Duisburg den Bund der Kroaten. Ihm geht es im Besonderen um die Pflege der eigenen reichhaltigen Kultur. Und die ist gerade hier in Duisburg sehr verbreitet, denn schätzungsweise 3000 Menschen mit kroatischen Wurzeln leben hier. Ihnen, aber auch vor allem den nicht-kroatischen Menschen in Duisburg, ist die Kroatische Woche gewidmet, um ihnen Land, Leute und die Lebensart näher zu bringen. Von der Aufstellung der Sängerinnen und Sänger bis hin zur perfekten Pose. An einigen Stellen hat Tanja Maleš Krishna noch Korrekturbedarf. Schließlich muss alles stimmen am heutigen Abend. Mit ihrer kroatischen Folkloregruppe Adria feiert sie heute 15-jähriges Jubiläum. Sie selbst hat die Gruppe 2003 mitbegründet und leitet sie seitdem. Etwa 50 Frauen und Männer sind Teil des Chors. Sie und ihre Leiterin bewahren sich damit ein Stück Heimat. Also ich vergleiche das immer gerne auch mit der WM. Ne? Eine kroatische Tracht anzuziehen ist fast so das gleiche Gefühl, wie das kroatische Trikot anzuziehen. Es erfüllt einen mit Liebe und Stolz und es ist immer diese Entfernung, weil wir, die hier in Deutschland leben, unsere Generation, also mein Vater ist ja hier nach Deutschland als Erster gezogen, dann bin ich jetzt hier hingezogen, mein Vater ist natürlich wieder nach Kroatien zurückgezogen und es ist immer eine gewisse Entfernung und ich glaube, die Musik und das, was wir hier leben, die Kultur, die wir pflegen, die verbindet. Das ist so eine gewisse Wärme zu der zweiten Heimat in Kroatien. Schätzungen zufolge leben etwa 3000 Menschen mit kroatischen Wurzeln in Duisburg. Ihnen dieses Heimatgefühl zu schenken, hat sich der Bund der Kroaten in Duisburg zur Aufgabe gemacht. Die Initialzündung für den Verein vor über 25 Jahren war allerdings eine andere. Damals gab es einen Krieg im ehemaligen Jugoslawien und der Verein hatte als Hauptziel die Organisation von humanitärer Hilfe für die gebeutelten Menschen in Kroatien und Bosnien und Herzegowina. Nachdem der Krieg dann zu Ende war und die etwas jüngere Generation den Verein übernommen hat, hat man sich darauf konzentriert, also was auch ein Zweck des Vereins war, die Pflege der kroatischen Kultur hier vor Ort. Aus diesem Gedanken ist die Kroatische Woche entstanden, die mittlerweile zum fünften Mal die kroatische Kultur und Tradition in den Mittelpunkt stellt. Neben Tanz und Gesang sind es vor allem die liebevoll und in Handarbeit gestalteten Trachten, die ins Auge springen. Also hier haben wir ein slawonisches Outfit, das heißt, das kommt aus Slawonien, das ist der nördliche Teil von Kroatien. Erkennbar, Slawonien ist immer hier diese goldene Nähte. Die stellen auch immer das dar, womit sich die Leute beschäftigt haben. Das heißt, hier sieht man eben Weizen, das heißt Weizenfelder, Weinberge etc. Das bildet man in der Tradition, in der Tracht dann immer ab. Das hat eine Aussage von
ja, Wohlstand und allem. Zu den Winterzeiten, so war es ja früher in Slawonien, hat man eben viel Zeit gehabt. Da musste man draußen nicht auf dem Feld arbeiten. Und dann haben sich die Damen natürlich, die Frauen, viel Mühe gegeben. Und dann sieht man auch hier, das ist auch alles Handarbeit. Das heißt, die ganzen Löcher, die ganzen Verzierungen nennt man eben Chipka. Und das das webt man dann alles schön in die Tracht ein, damit man schöner vor der Damenwelt sich präsentieren kann. Diese Damenbekleidung kommt natürlich nicht aus Slawonien, die sieht natürlich ganz anders aus. Sie kommt aus Lika, das ist das oberhalb von Dalmatien. Lika kennt natürlich keiner, aber wenn ich Winnetou sage, Wasserfälle, dann weiß jetzt jeder, wo das ist ungefähr. Oder kann sich zumindest was vorstellen. In Lika ist es natürlich, ist es die Gebirgskette, ist es im Winter sehr kalt und dementsprechend ist die ganze Tracht aus Wolle. Das ist natürlich alles gewebt. Sie sehen auch die feinen Musterungen. Damit haben sich die Damen dann schön auf die Fete gemacht, würde ich mal sagen, abends. Und dann hat man gesungen, also vor der Zeit, noch vor Smartphones und allen Sachen und vor Disco. Das war die einzige Möglichkeit, das andere Geschlecht kennenzulernen. Kurz nach dem Umziehen wird es für Tanja und ihre Truppe ernst. In den opulenten Trachten ist voller Körpereinsatz gefragt, der sich aber jedes Mal lohnt. Was sie uns widerspiegeln, ist wirklich dieses Gefühl. Ne? Die spüren Wärme, die spüren Freude. Und jeder, der schon mal in Kroatien war, der weiß, das ist so. Ne? Das ist voller Lebensfreude, Lebensmut. Da wird gefeiert, da wird direkt umarmt, ne? Da wird mitgesungen, mitgelacht. 25 Jahre Bund der Kroaten, 15 Jahre Folklore-Gruppe Adria und 5 Jahre EU-Mitgliedschaft Kroatiens. Zu feiern haben die Kroaten in Duisburg in diesen Tagen so einiges. Waren Sie eigentlich beim Ritterfest auf Schloss Reit und sind jetzt vielleicht ein bisschen angefixt von diesem Mittelalter-Touch? Da habe ich jetzt was für Sie. Und zwar eine ganz spezielle Stadttour. Das Ganze nennt sich von Spießbürgern, Bauern und Diebesgesindel. Die Tour dauert 2 Stunden und der Führer, der geht im historischen Gewand voraus, mitten durch die Innenstadt und bringt jede Menge gute Weisheiten über Mönchengladbach und das Volk. Also, wenn Sie interessiert sind, 2 Stunden dauert die Tour, beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Treffpunkt ist am Geroweiher, da wo dieses Stadttourenschild ist. Und Kosten, das interessiert Sie bestimmt auch noch, 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder bis 14 Jahren. Also viel Spaß bei der Tour und hier kommt noch ein Tipp. Am 7.10. gibt Jutta Koch, die singende Golferin, zusammen mit ihrer Band, dem HPT Jazzverein, ein Konzert. Sie präsentiert ein schwungvolles, vielseitiges Jazz-Unterhaltungsprogramm mit Gesang und begeistert damit nicht nur Jazzfreunde. Gespielt werden Jazz-Ohrwürmer und Evergreens. Von Dixie über Swing bis Filmmusik ist für jeden etwas dabei. Viel Spaß! Das war es mit Cityvision, das Magazin. Am Wochenende, da gibt es hier Cityvision die Woche. Da zeigen wir Ihnen nochmal die Highlights aus den letzten Tagen. Ja, und am Montag, da sind wir wieder mit einer neuen Sendung für Sie da. Unter anderem mit Ossa Plätzken. Ja, ein kleines Idyll mitten in der Innenstadt. Dann gibt es Leckeres zum Nachkochen, unser Rezepttipp und natürlich die aktuellen Nachrichten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wenn der Wetterbericht das hält, was er versprochen hat, dann wird es ja auch richtig schön und sonnig. Schön, dass Sie heute zugeschaltet haben. Machen Sie das auch am Montag wieder.